Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Mega-Opening. Heute haben wir eine kleine Sendung vom lieben Erik am Start und was sich darin befinden wird, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, heute gibt es überraschenderweise ein weiteres Mega-Opening, das eigentlich für Dienstag geplant gewesen wäre. Heute sollte eigentlich die nächste Folge Yu-Gi-Oh! The Best Arts kommen, aber dieses Päckchen kam tatsächlich entgegen der Sendeverfolgung, die meinte, es kommt erst am Montag, heute. Und dementsprechend habe ich mich dazu entschieden, das Video dazwischen zu schieben, denn dann habe ich ein bisschen mehr Luft, um The Best Arts zu produzieren. Dieser Einkauf ist vom lieben Erik und eigentlich wäre es eher eine Folge Neuzugänge geworden, weil es einfach keine Sammlung ist, die ich gekauft habe, sondern halt wirklich Market-Karten, die er hatte, die habe ich mir halt zusammengesucht. Ich habe zwar selber kein Market, aber ich kann halt trotzdem über sein Market bestellen. Ich sage ihm halt, welche Karten ich brauche und dann nimmt sie raus und schickt sie mir dann. Sein Market habe ich euch übrigens in der Videobeschreibung verlinkt. An der Stelle auch ein herzliches Willkommen an meine lieben neuen Abonnenten. Das Gastvideo bei Random Brand ist jetzt ungefähr ein bisschen mehr als eine Woche her und war sehr erfolgreich. Ungefähr 11.000 Aufrufe zum aktuellen Zeitpunkt und relativ genau 300 Abonnenten plus. Das ist das zweiterfolgreichste Gastvideo, das ich bisher bei Random Brain hatte. Das erfolgreichste hat mir 550 Abonnenten beschert, war mein erstes und hat mittlerweile über 40.000 Aufrufe und ist auch das erfolgreichste Gastvideo auf seinem Channel überhaupt. Bin ich immer noch stolz drauf. Ja, also das Toppen ist mir nicht ganz gelungen, aber Platz 2 ist das Gastvideo dieses Jahr. An der Stelle auch mein Instagram-Profil ist ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt, da könnt ihr gerne mal vorbeigucken und wenn euch das gefällt, was ihr dort seht, könnt ihr mir einen Daumen nach oben da lassen oder einen Kommentar und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr mir dort auch gerne folgen. Ja, ich habe das schon aufgemacht und ich habe das schon durchgeguckt. Es ist ja für mich prinzipiell ohnehin keine große Überraschung, was da drin ist. Ich habe die Karten sogar umgesleeved, weil, die Sleeves, die dabei waren, die waren halt, also es waren unterschiedlich große und sie waren zerkratzt und ja, das ist halt einfach so zum Zeigen nicht schön gewesen, sag ich mal. Ich habe tatsächlich auch auf eigene Gefahr mal ein paar Karten in Excellent gekauft, einfach so, weil er normalerweise die Karten sehr, sehr kritisch bewertet und normalerweise, wenn bei ihm ein kleiner Knick drin ist, ist die Karte sofort gut, deswegen dachte ich, vielleicht hat er Excellent Karten reingestellt, die eigentlich noch Nirmint sind, aber naja, war wohl nicht so, aber dazu kommen wir jetzt. Jetzt machen wir das Ding hier erstmal auf, ich habe es schon aufgeschnitten, wie gesagt, ich habe es auch schon durchgeguckt, wir haben hier ein paar Karten ohne Hüllen und das sind auch die Karten, die entweder in einer anderen Sprache sind, weil ich nicht richtig geguckt habe oder die halt eben nicht Nirmint sind. Und ihr wisst ja, alles, was nicht Nirmint ist, hat in meiner Ausstellung nichts verloren. So, jetzt fangen wir also erstmal mit den Karten an, die hier tatsächlich nicht zu gebrauchen sind. Das ist zum einen der hier, das finde ich sehr, sehr schade, ist nämlich ein sehr schönes Stück aus Tactical Evolution. Da passt halt einfach die Sprache nicht, denn wie wir wissen, sammle ich nur Deutsch, Englisch und OCG-Karten. Er hat auch hier zwei kleine Kratzer, die auch sehr ärgerlich sind und ja, auf der Rückseite hat er halt hier eine Beschädigung. Aber ansonsten ist das halt wirklich eine sauschöne Karte. Ich habe schon mal einen vor ein paar Wochen auf Deutsch von ihm bekommen und ja, ist halt einfach ein wunderschöner Fisch auf gut Deutsch. Ein wunderschöner, gruseliger Fisch. Dann hier Flambe Commando, italienisch gewesen. Ich glaube, der Fisch war auch italienisch, also beides italienische Karten. Dann haben wir Gladiator und Gehörer Thorax, der eigentlich an sich Nirmint wäre, wenn diese Ecke hier oben nicht wäre. Ja, also hier oben haben wir eine leichte Beschädigung. Dementsprechend Excellent passt schon, ja, auf jeden Fall. Dann haben wir den Alchemist der schwarzen Zaubersprüche. Der hat halt ringsrum so ein bisschen Silvering, finde ich halt ein bisschen schade. Ist auch eine sehr schöne Karte, vor allen Dingen in Ultimate sieht die Karte unglaublich schön aus. Dann ein Elemental Darkneos, den findet man tatsächlich sehr häufig in diesem Zustand. Der hat auch überall Silvering und ist ringsrum beschädigt, da halt einfach die Druckqualität zu der Zeit in diesen Duelist-Packs nicht besonders gut war und die dementsprechend auch relativ leicht zu beschädigen waren. Die waren von der Qualität in etwa so gut wie unser damaliges Dragons of Legends und Dragons of Legends 2, die Super Rares. Also nicht wirklich prickelnd. Und dementsprechend hier auch eine leichte Beschädigung. Dann haben wir Elemental Shining Phoenix Enforcer. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der die nicht sogar als Nirmint drin hatte. Da will ich aber nichts Falsches sagen. Aber auch die ist,
hat hier ringsrum Silverring und hat hier und da mal eine Delle drin. Also das wäre jetzt für mich zum Beispiel nur noch gut so, mit allen Augen zugedrückt. Also ich muss sagen, dass speziell bei den Karten, die wir hier haben, sind einige Zustände, ich weiß nicht, da stimme ich einfach mit Erik nicht überein. Das ist für mich halt teilweise einfach kein Exzellent mehr. Ja, speziell bei der hier jetzt zum Beispiel, hier haben wir Trishula, der hat mir auch echt wehgetan, aus Hidden Arsenal 4. Schaut euch das mal an, Leute. Ja, das ist doch beim besten Willen kein Exzellent mehr. Das hier eine Delle, da eine Delle. Und es wird noch schlimmer. Da gibt es noch Karten, die sehen noch ein bisschen schlimmer aus. Also, das ist aber, will ich gleich sagen, wirklich eine Ausnahme. Also normalerweise, wenn Erik sagt, die ist Exzellent oder die ist... Oder sagen wir mal, wenn er sagt, sie ist Exzellent, ist sie eigentlich besser vom Zustand her. Und wenn er sagt, sie ist Nier Mint, dann ist sie eigentlich fast Mint. Das ist bei ihm einfach so. Ich habe jahrelang schon mit ihm zu tun. Seit dem ersten Gastvideo auf Randall Brands Kanal ist er mein Händler und... da gab es nie was. Das ist wirklich das erste Mal, also lasst euch davon nicht abschrecken. Dann haben wir hier Gamma, der Magnetkrieger. Und das ist halt wirklich, also die war auch als hier Exzellent drin. Und hier, schaut euch das mal an, Leute. Ja, ich bitte euch, das ist doch nicht mehr Exzellent. Ja, das ist Heavy Play, das ist einfach fast schon pur. Also, nee. Selbiges eben mit Beta-Magnetkrieger und dann haben wir hier den Cyberfinsternis-Drachen, der halt, wenn man jetzt mal ganz kurz sieht, eigentlich ganz gut aussieht, aber er hat halt hier unten eine starke Beschädigung und hier seht ihr die Dellen hier und dort. Also vielleicht werde ich Trishula meine private Sammlung nehmen oder auch die ein oder andere Karte, aber so für die offizielle Sammlung, wo halt für die Ausstellung ist, ach, da tut es mir echt leid, da können diese Karten leider nicht mit rein. Auch den Rest der Karten habe ich mir natürlich schon durchgeguckt. Und die sind also wirklich vom Zustand echt top. Und da sind wirklich ein paar schöne Stücke dabei. Zum Beispiel haben wir hier zweimal Monster Reborn, also Wiedergeburt, einmal Deutsch, einmal Englisch aus LOB in einem sehr guten Zustand. Und ja, mega nice, dass ich die auf seinem Market-Account gefunden habe. Ich gucke halt ab und zu mal drauf und ich habe auch Vorkaufsrecht. Das heißt, wenn ich was will, bekomme ich das auf gut Deutsch. Und also haben wir zweimal LOB Wiedergeburt, ist einfach eine wunderschöne Karte. Die Highlights legen wir natürlich raus. Und was ist ein Highlight, wenn es nicht Wiedergeburt aus Legend of Blue Eyes White Dragon ist? Es ist halt keine First, aber das soll in dem Fall jetzt nicht weiter schlimm sein. First habe ich eh genug von der. Ist einfach eine wunderschöne Karte. Finde ich auch schöner als das Artwork, das wir aus dem OCG kennen. Dann haben wir Horus, der Schwarzflammendrache, Level 6 in Ultimate Rare. Und ja, das Ultimate Rare früher war ja eigentlich schon ein bisschen Witz. Ne? Also man sieht zwar, wie es spiegelt, aber es gibt halt wirklich kaum eine Prägung. Ne? Also das Bild ist fast eben. Das war halt damals einfach so bei den ersten Ultis. Und dementsprechend tut man sich ein bisschen schwer, die auch als Ulti zu erkennen, wenn man sie nicht im richtigen Winkel sieht. Also hier mit dem Licht sieht man es natürlich, aber sonst tut man sie ein bisschen schwer. Ist aber eine wunderschöne Karte, auch als Ultra Rare sehr schön, habe ich mir auch zweimal besorgt. Einmal als erste Auflage und einmal als unlimitierte Variante. Auch das sind natürlich Highlights. Das sind wunderschöne Karten, die auch den einen oder anderen Euro wert sind. Der Horus Level 8 ist ja auch der teuerste. Der ist richtig teuer. Der ging mal über 100 Euro. Wie sein aktueller Wert aussieht, weiß ich bedauerlicherweise nicht. Und jetzt legen wir mal hier hinten nach, denn wir haben jetzt hier den meisten König des jüngsten Tages. Und den habe ich mir nicht nur einmal geholt, sondern ach, der hatte den einige Male. Die sind übrigens alle unlimitiert. Erstmal, weil er nur unlimitierte hat. Und darüber hinaus habe ich sehr, sehr viele in First von dem. Ja, also ich habe, glaube ich, noch weitere 8 oder 9 Stück in First. Und ich wollte einfach noch ein paar unlimitierte Exemplare haben. Und dementsprechend kam mir das recht gelegen, dass er die auf seinem Account hatte. Ich glaube, der hat insgesamt 12 oder 17 Stück von denen. Und ich habe mir jetzt halt hier einfach mal 9 Stück rangeholt noch. In Ultimate Raider legen wir jetzt mal obligatorisch eins raus. Später fürs Thumbnail werde ich dann ein bisschen was anderes hinbauen noch. Ja, ich bin ein Betrüger. Spaß. Also, 9-mal eben hier Demise. Dann haben wir Gefrid, der Schwertmeister. Auch eine wunderschöne Karte aus Flaming Eternity. Kenne ich also ursprünglich damals aus diesem Structure Deck mit Guilford. Das habe ich mir damals gekauft, war ich ein ganz großer Fan von. Und Guilford ist auch eine coole Karte. Man kann sie halt einfach nicht mehr sehen, weil man sie so häufig sieht. Also der normale Guilford, nicht der hier. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Karte. Dann haben wir Meteor of Destruction, ebenfalls aus Flaming Eternity. Ebenfalls eine wunderschöne Ultimate Rare. Und sehr, sehr cool, Necro Gardener aus Tactical Evolution war der, denke ich. Ja, in Ultimate Rare. Sehr, sehr schön. Also ich muss sagen, wirklich eine unglaublich schöne Karte. Necro Gardener. Der ist halt auch schon zu Tode geprintet worden in The Secret Force und der Legendary Collection und in Gold. Aber das ist halt wirklich ein relativ edler Print von ihm, der auch den einen oder anderen Euro wert ist. Auf jeden Fall wirklich, wirklich schön.
legen wir den doch auch mal aus. So, dann haben wir als nächstes Underground Arachnid. Das ist ein unglaublich cooles Insekt, damals aus Ancient Prophecy gewesen, glaube ich. Kann ich jetzt hier leider durch das kleine Display nicht lesen, aber ich denke mal, das müsste Ancient Prophecy gewesen sein. Ist tatsächlich eine meiner Lieblings-Secret Rares aus dem Set, einfach wegen dem Farbspiel des Backgrounds. Das Monster an sich ist zwar cool, klar, aber ich muss sagen, dass einfach der Background hier, wie so oft, sehr, sehr viel ausmacht. Und ich finde ihn halt einfach wunderschön und das Secret Rare passt halt einfach hervorragend dazu. Also ich muss sagen, das war echt eine saucoole Karte. Dann haben wir den Chaos-beherrschenden Magier aus Dark Revelation 1. Der kam ja ursprünglich, glaube ich, in Magician's Force als Ultra-Rare raus. Auch eine sehr coole Karte. Dann Schwarzflügelbrise der C4 in Ultimate Rare. Den habe ich noch gar nicht so oft. Der kommt aus The Shining Darkness. Eine Ultimate Rare, die ich mir natürlich ein bisschen eher gewünscht hätte damals aus dem Opening als die schwarzen Federn. Aber ich habe ihn halt nicht bekommen. Aber jetzt habe ich ihn hier. Es ist wundervoll. Und den legen wir uns natürlich auch raus, weil das ist echt eine coole Karte. Dann haben wir Lightning Warrior in Ultra Rare ist der Jump. Den haben wir ja im Turbo Pack Opening als Rare die ganze Zeit gezogen. Ja, ich habe ihn nicht mehr sehen können. In Ultra Rare ist aber auch ganz schön. Und ja, eine schöne Jump-Promo eben. Aber die legen wir jetzt mal nicht raus. Dann das Schmuckstück der Sendung. Ich glaube, das ist die teuerste Einzelkarte aktuell. Raviel, Herr der Phantome als Erstauflage aus Shadows of Infinity. Einem unglaublich coolen GX-Set damals. Eins meiner Lieblingssets auch. Da gibt es unglaublich coole und viele coole Karten aus dem Set. Und da würde ich auch gerne mal ein Display aufmachen. Wäre bestimmt mega nice und ja, war ja auch früher meine Lieblingskarte, ist auch eine der Karten, die ich damals gespielt habe in Dark World, zu einer Zeit, wo die noch nicht mal in der Serie vorkam, diese Monster. War eine relativ coole Sache und auch das einzige Deck, das ich jemals gespielt habe. Den legen wir uns auf jeden Fall raus, das ist das Highlight für mich. Dann haben wir Schwarzflügel Vayu, das Symbol der Ehre, auch eine sehr schöne Ulti. Call of the Haunted als Ultra Rare aus PSV, aus dem Originalset, unlimited, aber auch wunderschön. Legen wir natürlich ebenfalls raus. Dann haben wir Saruya Schädelschrecken. Ist an und für sich auch eine sauschöne Karte aus dem Megapack 2018, aus dem Originalset schon relativ wertvoll, aber auch aus dem Reprint-Set den ein oder anderen Euro wert. Schade, dass der Effekt hier gerade nicht so schön am Schillern ist. Ich habe hier eine matte Hülle genommen, aber das macht nichts. Wir holen ihn halt einfach raus und er schillert trotzdem nicht, weil der Lichtanfall nicht stimmt. Naja, was soll's. Auf jeden Fall eine wunderschöne Karte, wirkt relativ retro, auch vom Look an sich. Ja, wäre auch, hätte locker in GX oder in Duel Monsters gepasst, wenn es jetzt keine Link-Monster-Karte gewesen wäre und sieht halt einfach Bombe aus in meinen Augen. Jetzt werdet ihr euch fragen, boah Julian, du hast doch schon 20.000 Chaos Imperator Drachen, warum denn schon wieder einer? Ganz einfach, weil es eine coole Karte ist. Der Chaos Imperator Drache gehört zu den Top 3 meiner absoluten Lieblingsdrachenmonster. Da ist der Blue Eyes weit, weit hinter. Und ja, es ist einfach eine wunderschöne Karte und der hatte ihn und da habe ich halt wieder einen mitgenommen. Jetzt habe ich halt 10. Mal gucken, wie viele es noch werden. Sehr schön. Dann geht es weiter mit Ritter des Buben in Ultimate Rare aus Elemental Energy. Da ist der Ultimate Rare Print natürlich schon ein bisschen besser. Sieht auch wunderschön aus. Ist auch eine erste Auflage. Und ja, da braucht man, glaube ich, nicht mehr allzu viel zu sagen. Ist einfach ein sehr, sehr schöner Ritter. Sehr coole Kriegerkarte, gefällt mir. Legen wir natürlich auch raus. Das ist natürlich auch ein Highlight, ist ja vollkommen logisch. Dann haben wir Kosmische Festung Golgar. Aus seinem Originalset in Ultra Rare, allerdings hier auch als unlimitierte Variante. Das ist auch so eine Karte, die halt nice to have ist. Ist, glaube ich, nicht allzu viel wert. Findet man ab und zu in Sammlungen, ist jetzt aber keine Karte, nach der sich die meisten Sammler so die Finger lecken. Dementsprechend sieht man sie halt auch relativ selten und kriegt sie auch relativ selten, wenn man irgendeine Sammlung aufkauft. Außer vielleicht irgendwie komplett zerstört zwischen 20.000 Kamins oder so. Aber die in dem Zustand zu sehen, ist auch mal ganz schön und ich freue mich schon, wenn ich sie dann endlich mal in die Top-Loader packen kann. Dann haben wir nochmal einen Alchemisten der schwarzen Zaubersprüche. Hier diesmal eben Nirmund. Auch schön. Hier eine relativ moderne Karte. Ultimativer antiker Antriebsgolem aus dem OP5. Sehr schöne Super Rare. Freut mich, dass sie sich dafür entschieden haben. Ich glaube, das war. Entweder die ist da rausgekommen oder der war irgendwo anders noch als Kamen drin. In irgendeinem Duelist-Pack, glaube ich. Und ja, ist auf jeden Fall mega nice. Wie so ein Minotaurus, nur halt antiker Antrieb. Und ich weiß nicht, das finde ich halt einfach irgendwie mega cool. Inwiefern der allerdings spielbar ist, wage ich nicht beurteilen zu können. Dann haben wir die Walküre des Magiers aus der Collection Tin 7.
Die war schon damals relativ wertvoll als Kamen, auch aus dem Starterdeck, als es die nur einmal in Kamen aus diesem Deck gab, da ging sie auch so 3-4 Euro. Und die Super Rare war auch einiges wert. Inwiefern der Wert jetzt aktuell ist, weiß ich nicht. Ich habe den Preis nicht mehr in Erinnerung, den der liebe Erik dafür verlangt hat. Aber es ist auf jeden Fall eine wunderschöne Karte, ja, mit einem coolen Background, muss ich sagen. Und gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Also freut mich, dass auch die jetzt ihren Platz in einer Sammlung finden wird. Und dann haben wir natürlich noch den dreihörnigen Drachen. Ist natürlich nicht der aus LOB, aber der aus der Legendary Collection Yugi's World ist ohnehin ziemlich underrated. Ich finde den nämlich in Super Rare auch extrem schön. Und ja, ist halt nice to have. Nehme ich gerne mit. Dann haben wir denn da einen Cyber Laser Drachen in Ultimate Rare. Auch eine sauschöne Karte, da habe ich mir allerdings nur ein Exemplar besorgt. Dann den Proto-Cyberdrachen aus Shadows of Infinity, den habe ich mir hier wieder unendlich oft besorgt. Den habe ich in First schon auch 10-mal locker oder so. Und ja, ist halt eine wunderschöne Karte, habe ich mir jetzt hier nochmal als unlimitierte Auflagen ein paar Mal rangeholt. Und ja, ist auch nice to have. Und ich meine, ganz ehrlich, für alle Cyberdrachen-Fans ohnehin ein absoluter Muss und ich bin ein Cyberdrachen-Fan. Wären die Karten heute rausgekommen, hätten wieder alle geflammt, dass es zu futuristisch wäre. Aber weil es alt ist, gibt es natürlich Fans. So, also, ewig infernaler Wächter. Ja, das sind so Karten, die kamen, glaube ich, nur in diesen World Championship-Spielen raus, whatever. Und die finde ich auch cool. Also, er ist jetzt nicht so mein Favorit, aber ewig infernale Zwerge oder so, die finde ich halt einfach mega nice. Und ja, den habe ich halt einfach mitgenommen. Dann haben wir The Dragon Dwelling in the Deep. Aus Ancient Prophecy in Super Rare, auch eine sehr schöne Karte, habe ich halt auch mitgenommen, habe ich da halt gesehen und dachte mir, ja, warum nicht? Schöne alte Booster-Holo, kann man mal mitnehmen. Elemental Dark Neos, diesmal in Nirmint, sogar in Ultra Rare, auch sehr, sehr schön. Dann haben wir Oberster König Sark, eine Fusions-Pendel-Monster-Karte. Sehr ikonisch auch für die Fans des Animes. Ja, das war ja der Endboss sozusagen in der Serie. Und hier beide aus dem Megapack leider, nicht aus dem Originalset, aber aus dem Originalset habe ich auch schon relativ viele. Und ja, ich finde das Artwork ist eigentlich relativ gelungen. Der Kopf ist ein bisschen klein, aber ansonsten gefällt mir das Ganze eigentlich relativ gut und ist tatsächlich eine relativ schöne Pendelkarte. Dann haben wir Grabwächters Priesterin. Das war ja, glaube ich, auch die Sneak-Promo des Sets. Und ja, das ist eben jetzt die Super Rare Version, die man dann eben aus dem Booster ziehen konnte. Auch sehr, sehr schön. Und dann haben wir die magische Störung aus Dark Beginning 2 in Super Rare. Dragon Queen of Tragic Endings haben wir hier zweimal. Auch aus Ancient Prophecy. Ja, ebenfalls eine schöne Super Rare. Richtig makaber der Drache. Für alle Drachenfans natürlich auch ein Must-Have. Ich kenne ja ziemlich viele Leute, die nur Drachen sammeln aus Yu-Gi-Oh! Und da darf die natürlich nicht fehlen. Und ich bin natürlich auch ein großer Drachenfan. Und das ist einfach so das, was mir gefällt. Es ist ein Drache und er ist richtig makaber designt. Ich meine, schaut euch mal das Artwork an und den Kopf. Das ist halt so richtig schön weird. Und das mag ich irgendwie. Dann haben wir natürlich den Cyberdrachen aus der Tinbox in Secret Rare. Geht auch einige Euro, finde ich mega nice. Dementsprechend legen wir uns den natürlich auch raus. Wo legen wir ihn denn am besten hin? Da oben in die Mitte. Dann haben wir was relativ Modernes. Aschenblüte und Freudiger Frühling in Super Rare aus Shadows Over Valhalla, glaube ich. In Super Rare. Bei der Karte finde ich interessant, dass egal wie oft sie reprintet wird, ob es die Super Rare in dem Set ist, die Ultra Rare in Duelist Devastator oder der Common Reprint etc. pp. Dass diese Karte nie an Wert verliert. Das ist natürlich ihrer Spielbarkeit geschuldet, aber normalerweise, wenn der Markt überflutet wird, so wie es bei der Karte nun mal der Fall ist, geht es ihr im Endeffekt so wie auch der Winterkirschblüte. Sie ist einfach nichts mehr wert. So gar nichts mehr wert. Ne? Und das ist bei der allerdings nicht so. Sie geht immer noch einige Euros. Und das muss man der Karte lassen. Das schafft wirklich nicht jede. Ist an sich eine schöne Karte. Ein bisschen hohe Stirn, aber schöne Karte auf jeden Fall. Ist für mich auch ein Highlight. Legen wir mal raus. Dann haben wir Inferno Fireblast, also Drachen-Odem der Zerstörung aus Soul of the Duelist. Auch eine sehr schöne Retro-Karte. Und da können wir jetzt auch gleich hier den Rest nachlegen. Denn Super Vehicroid Jumbo Drills habe ich mir auch ein paar Mal besorgt. Ein paar in First, ein paar als unlimitierte Variante. Hier auch 9 Stück. Es liegt einfach daran, dass ich weiß gar nicht, wie viel ich davon habe. Die habe ich jetzt noch nicht einsortiert, aber ich glaube 4 oder 5 habe ich von denen erst. Ja, weil das einfach so eine Karte ist, auf die man so den Fokus eigentlich nicht legt. Aber jetzt dachte ich mir, stocke ich mal meinen Bestand auf. Und ja, jetzt habe ich halt 14, 15 Stück davon.
Ist auch eine coole Sache. Ist für mich jetzt aber kein Highlight. Ist halt einfach eine nette Ulti, so nice to have. Was für mich allerdings ein Highlight ist, ist halt dieses Schätzchen hier. Das ist Yubel aus Phantom Darkness. Die ist leider nicht ganz near Mint. Die hat hier ein paar Kratzer. Die behalte ich allerdings aber nicht für die offizielle Sammlung, sondern eben für meine private Sammlung. Sie ist halt zu beschädigt für die offizielle, aber sie ist halt wirklich noch so gut, dass man sagen kann, die kann man gut in seine private Sammlung integrieren und diese Kratzer fallen auch nicht wirklich auf. Ich bin halt bloß ein bisschen pingelig. Aber das ist auch ein Highlight, die legen wir natürlich auch aus. Dann haben wir Beta-Magnetkrieger, Gamma-Magnetkrieger, diesmal tatsächlich als Niemand. Und dann haben wir Ruin, Königin des Vergessens, ebenfalls aus Shadows of Infinity. Sehr coole Karte und auch hier, wie sollte es anders sein, habe ich mir 9 Stück gegönnt. Gönjamin, wie man so schön sagt. So, da legen wir zu guter Letzt auch noch eine raus als Vertreter und die anderen beiseite. So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Für mich war es halt keine Überraschung in dem Sinn jetzt, weil ich ja wusste, was ich bestellt habe. Ich habe auch nicht 100% von dem bekommen, was ich bestellt habe. Ein paar Super Rares haben halt gefehlt, weil er gesagt hat, ja, die hat er jetzt irgendwie nicht finden können in seinem Chaos. Er scheint wohl ähnlich chaotisch zu sein wie ich. Ich frage mich allerdings, wie es sich dann gestaltet, wenn jemand anders die Karten bei ihm bestellt, wo er nicht einfach sagen kann, dass er sie nicht findet. Was ich zum Beispiel nicht bekommen habe, was ich sehr ärgerlich fand, war ein keltischer Wächter, Nierman First, aus LOB, Englisch, also Japanese-Englisch. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, das hat mich ein bisschen geärgert, aber die anderen vielleicht ein anderes Mal. Ja, wir sind wie gesagt am Ende. Dienstag wird wahrscheinlich Yu-Gi-Oh! The Best Arts wiederkommen. Und ja, bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.